Also, für mich ganz klar ist das Produkt aus Vorgänger und Nachfolger Feinsten. So, dazu gibt es mehrere Signalworte in der Aufgabe. Das erste Signalwort, da geht es um ganze Zahl und da müssen wir eine Variable einführen und die nenne ich jetzt x. So, dann haben wir Vorgänger. Was ist der Vorgänger von x? Das ist x plus 1 und der Nachfolger ist x plus 1. Und nochmal bitte die Aufgabe vorlesen. Für welche ganze Zahl ist das Produkt aus Vorgänger und Nachfolger Kleinsten? Das heißt, man macht jetzt Klammer auf x plus 1, Klammer zu, mal Klammer auf x minus 1. Jawohl, und dieses Ding, da kommt ja raus, x plus 1 mal x minus 1 oder x Quadrat minus 1. Und dieses hat einen Namen. Das Ganze nennt man Zielfunktion. Das heißt Zielfunktion. So, und jetzt gibt es ein weiteres Signalwort, die heißt am kleinsten. Das ist das nächste Signalwort. So, was bedeutet das, wenn da am kleinsten steht? Das muss 0 sein. Nein. Gegen 0 gehen? Nein. Am kleinsten, was bedeutet das? Also bezogen auf Klasse 8 hat es ein bisschen eine andere Bedeutung als bezogen auf Klasse 10. In Klasse 8, das hier ist ja eine Funktion x² minus 1, so sieht die aus. Was heißt denn am kleinsten für x² minus 1? Die letztmögliche Zahl, damit die Parabel ist hier. Was heißt am kleinsten für das hier? Scheitelpunkt. Ja. Natürlich, das ist die Idee, ja, den brauchen wir. Am kleinsten heißt, wir brauchen den Scheitel von x² minus 1. So, den kann man, also der Achtklässler rechnet den mit minus b durch 2a. Der Zehntklässler leitet ab, aber wir können xs gleich minus b durch 2a nehmen. War fast gut, minus b durch 2a. Und da kommt dann 0 raus. So, und jetzt, für welche ganze Zahl ist jetzt das Produkt von Nachfolger und Vorgänger am kleinsten? Diese Zahl ist was? X gleich 0, denn 0 minus 1 mal 0 plus 1, das ist die minus 1. Ja, der Scheitel hat ja die Koordinaten. Der Scheitel hat ja die Koordinaten minus 1 Strich 0. War fast gut, 0 Strich minus 1. So, und das heißt, ist diese minus 1 ist die gleiche minus 1 wie hier. Die Zahl ist also x gleich 0, denn 0 minus 1 mal 0 plus 1 gleich minus 1 ist am kleinsten. Ich mache vielleicht nochmal ein zweites Beispiel, dass wir das Ganze sehen. Wenn wir x gleich 5 zum Beispiel nehmen, dann ist 4 mal 6 gleich 24, das ist größer minus 1. Okay, nehmen wir mal eine negative Zahl, nehmen wir mal x gleich minus 3, dann ist aber minus 2 mal minus 4 gleich 8 und die sind beide größer minus 1. Ja, das sind so zwei Beispiele. Gut, und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Das ist eine Extremwertaufgabe. Extremwertaufgaben erkennen wir zum Beispiel am Signalwort am kleinsten. Typisches Signalwort für eine Extremwertaufgabe. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?